Ein Brunnen sendet einen Wasserstrahl 30 Meter senkrecht hoch. Klein a, mit welcher Geschwindigkeit schießt das Wasser aus der Düse? Klein b, welche Geschwindigkeit hat das Wasser in 15 Meter Höhe? Hier die Angaben. Diese Höhe, Groß H, beträgt 30 Meter und diese Höhe, Klein H, beträgt 15 Meter. Gefragt werden in Klein a die Anfangsgeschwindigkeit V0 des Wassers in dem Moment, wo es aus der Düse schießt. Und in Klein b fragt man die Geschwindigkeit des Wassers in dieser Höhe H. Wir drücken beide Geschwindigkeiten in Meter pro Sekunde aus. In Klein a nutzen wir das Energieerhaltungsprinzip, das besagt, dass die kinetische Energie am Ausgang der Düse gleich sein muss zur potenziellen Lageenergie in dieser Höhe Groß H. Um diese Energien zu berechnen, nutzen wir diese zwei Formeln. Und so erhalten wir diese Gleichung, die wir durch m teilen können. Diese Gleichung führt dann sofort zu V0 gleich die Quadratwurzel von 2 mal klein g mal h, Groß H. Wir ersetzen klein g durch 9,81 und Groß H durch 30. Und so erhalten wir als Anfangsgeschwindigkeit des Wassers 24,26 Meter pro Sekunde. In klein b nutzen wir ebenfalls das Erhaltungsprinzip der mechanischen Energie. Die gesamte Energie ist also gleich zur kinetischen Energie des Wassers in diesem Moment plus die potenzielle Lageenergie des Wassers in diesem Moment. Die gesamte Energie des Wassers ist natürlich gleich zur kinetischen Energie des Wassers am Ausgang der Düse. Und somit ergibt diese Gleichheit diese Gleichung. Gleichung, die wir durch m teilen können. Wenn wir diese Gleichung dann noch überall mit 2 multiplizieren, so erhalten wir, dass V0 im Quadrat gleich ist zu 2 mal g mal klein h plus v Quadrat. Also ist v gleich zur Quadratwurzel von V0 Quadrat minus 2 mal g mal klein h. Wir ersetzen V0 durch 24,26, g durch 9,81 und klein h durch 15. Und so erhalten wir, dass die Geschwindigkeit des Wassers in dieser Höhe klein h 17,15 Meter pro Sekunde beträgt.